Für den Fall, dass du dein Smartphone nicht mehr entsperren kannst, weil du deinen PIN oder das Entsperrmuster vergessen hast. Dafür werde ich dir heute mal zwei Methoden zeigen, wie du dein Smartphone trotzdem entsperrt bekommst. Und die erste Methode wird über ein Herstellerkonto funktionieren. Denn über ein Herstellerkonto kannst du in der Regel dein Smartphone über das Internet ganz einfach wieder freischalten. Das funktioniert nicht bei jedem Hersteller. Da musst du mal gucken, ob es diese Funktion bei deinem Hersteller gibt. Das hier ist jetzt in dem Fall ein Samsung-Smartphone und da funktioniert das ganz ausgezeichnet. Und dann zeige ich dir noch eine zweite Methode. Die ist aber nicht ganz so schön. Danach ist zwar der PIN weg, aber die Daten leider auch. Und da musst du mal gucken, inwieweit du da welche Methode verwenden möchtest. Also schauen wir uns das mal an. Damit du das Smartphone entsperren kannst, muss dein Smartphone mit einem Konto bei dem Hersteller verknüpft sein. In diesem Fall ist das ein Samsung-Konto. Für gewöhnlich erstellst du das Konto, wenn du ein neues Smartphone einrichtest. Falls du dich nicht mehr daran erinnerst, zeige ich dir kurz, was ich meine. Bei den Einstellungen findest du in dem Menü Geräte Sicherheit den Dienst Find My Mobile. Hier ist das Samsung-Konto verknüpft und damit können wir das Smartphone über das Internet entsperren. Falls du ein Smartphone eines anderen Herstellers verwendest, dann schau mal, ob es bei deinem Hersteller einen vergleichbaren Dienst gibt. Denn dann hast du relativ gute Chancen, dein Smartphone darüber zu entsperren. Abhängig von der Android-Version findet man diese Dienste in unterschiedlichen Ordnern. Wenn ich zum Beispiel hier in die Einstellungen schaue, dann finde ich den Dienst unter biometrische Daten und Sicherheit. Mit diesem Smartphone ist allerdings kein Samsung-Account verknüpft. Falls ich meinen PIN vergesse, dann geht die Entsperrung nur mit der zweiten Methode, die ich dir gleich noch zeigen werde. Um zum Beispiel ein Samsung-Smartphone zu entsperren, suchst du bei Google nach Find My Mobile. Bei einem anderen Hersteller schaust du nach, wie da der Dienst heißt. Den Link zu Find My Mobile findest du auch in meiner Videobeschreibung. Hier meldest du dich jetzt mit deinem Samsung-Konto an. Sobald du dich mit deinen Login-Daten einloggst, wird dein Smartphone automatisch geortet. Hier muss jetzt das Smartphone gefunden werden. Das geht jedoch nur, wenn das Smartphone eine Internetverbindung hat, über WLAN oder das Mobilnetz. Häufig wird das Smartphone nicht gleich gefunden. Wiederhole dann einfach mehrmals die Ortung. Sobald es geortet wurde, wählst du unten rechts die Option Entsperren. Dann wählst du hier nochmal Entsperren. Jetzt wirst du nochmal nach deinem Passwort von dem Samsung-Konto gefragt. Wenn du das eingibst und bestätigst, dann wird der PIN oder das Muster entfernt. Jetzt solltest du dein Smartphone wieder nutzen können. Wenn du dein Smartphone erfolgreich entsperren konntest und gleich eine neue PIN festlegen möchtest oder ein Entsperrmuster, dann schau dir am besten dieses Video an, was ich hier einblende. Dort werde ich dir genau zeigen, wie man das macht. Wenn das Entsperren nicht funktioniert hat, dann gibt es jetzt natürlich noch die zweite Variante. Damit wird dann das Handy resettet und da findest du ein Video hier. Nach dem Reset ist das Passwort weg, dann könntest du auch wieder ein neues festlegen. Das Problem dabei ist, dass leider auch die Daten mitgelöscht werden. Aber immerhin kannst du das Smartphone dann wieder verwenden. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit dem Like, wenn ich dir weiterhelfen konnte. Und wenn du mehr sehen willst, dann abonniere natürlich den Kanal. Ansonsten sage ich erstmal ciao. Mehr von mir findest du zum Beispiel auch in dieser Playlist hier. Ich sage dann bis bald und bis zum nächsten Mal.